10 Jahren habe ich da mal den Punkt der Vision der Funktion gewonnen. Und jetzt, naja, man hält sich über Wasser. Ich bin vom Turnverein St. Gallen angefragt worden, ob ich da am Abend ein bisschen mithelfen kann. Es geht dann um Wettbewerb und so weiter. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. Jetzt Skilager, ja, das ist ja lustig, das ist ein Verein. Ich bin ja auch in einem Verein in Österreich. Und das ist ja lustig, in diesen Vereinen ist ja immer das gleiche, der gleiche Familienname kommt immer ein bisschen vor. Mir ist aufgefallen, beim Turnverein Bernerzell ist das die Familie Bolzern, ist das korrekt? Ja, also ein Applaus an die Leiterinnen da, Bolzern, drei Frauen sind, habe ich nicht gezählt. Applaus natürlich. In Österreich bedeutet Bolzern mal ganz viel mehr als nur Familienname. Aber hier ist es eine sehr aktive Familie offensichtlich. Und jetzt Skilager, da habe ich mir gedacht, Schule, das hat mir meine Schulzeit so erinnert und ich möchte da vielleicht musikalisch, ich bin ja vor allem immer noch musikalisch tätig, etwas zum Besten geben. Ein Lied aus Österreich, das mit der Schule zu tun hat. Wer es kennt, darf mitsingen oder auch klatschen oder was. Und wenn ich oft ein bisschen links nach dem Kasten schau, dann sehe ich ja mal und mit Augen so blau. Auf das ist für mich gar nichts anderes verletzen. Sie wollen das Schulwerk, der hier ist von mir und von all meinen Freunden kommen. Am letzten Schultag, das Ende des Lebens ein aus ihr Grund, die Wege, die mir beide gegangen sind, waren nicht die gleichen. Und vorgestern sind sie in einem Lokal, ich schau ins Verjagen und weiß auf einmal, es ist dieses Blau, was lässt sich mit gar nichts vergleichen. Du entschuldige, denn wie bist du mit den Namen, die ich mir schon das Glück erkannt. Meine weibliche Seite kommt da gar nicht so zum Verkommen. Es gibt eine viel, viel bessere Idee und die ist vom Turnverein St. Georgen eingeübt worden. Ja, Skilage, vielleicht noch der Bezug, es geht da vor allem um Pfannen, es geht um Kochen, also das hat immer mit Skilage zu tun, wenn man ein bisschen kochen muss und es auch für viele Leute und da gilt dann die eine oder andere Mahlzeit mal in die Hosen. Aber es hat mit Pfannen zu tun und es hat auch mit Glocken von Rom zu tun, so heißt das Stück. Und ich darf die musikalische Begleitung dazu machen, das war mir so ordentlich. Meine Damen und Herren, Turnverein St. Georgen mit Glocken von Rom! Thank you.
Ja, ich würde nur sagen, nur damit sie sich immer schützen, gell? Habe ich noch ein paar Regimenter dabei. Auf die Artisten zugeschnitten, mit einer Ausnahme. Naja, aber ich würde sagen, sind sie noch da, zwei, drei Sekunden, die wir zeigen möchten. Moment, schnell. Also, und die haben reagiert, ja, sonst nicht.